Hey Ganjan aus Großbritannien ist der Sohn eines Russen, der Sohn eines Armeniers. Er ist 20 Jahre alt, kaufmännischer Lehrling. Er war im Jahre 68 und 69 englischer Meister. Nur den letzten Meistertitel musste er seinem Landsmann John Curry überlassen. Doppellutz. Man ist in Eisläuferkreisen geteilt der Meinung, man war eigentlich ziemlich allgemein. Die meisten Leute haben gesagt, das war nicht richtig. Haig Anson hätte wieder englischer Meister werden müssen und das Resultat hier, das Pflichtresultat, gibt dieser Meinung recht. Denn Haig Anson liegt hier am 6. Platz nach der Pflicht. Doppelter Axel. Dreifacher Tolus. Und das war zum Unterschied dazu ein Zweifacher. Eine sehr seltene Pürette, eine Kreuzpürette. Der Engländer war schon zweimal Sechster bei der Europameisterschaft. War im Jahre 69 und folgendes Jahr auch. Vor zwei Jahren in Garmisch-Partenkirchen bei der Europameisterschaft hat er ganz emsig am dreifachen Lutz gearbeitet. Das war übrigens ein dreifacher Salchow. Und damals ist dieser dreifache Lutz im Training schon manchmal gegangen, aber das ist schon ein sehr, sehr schwieriger Sprung. Er wird noch nie in einem Programm gezeigt. Und scheinbar hat ihn der Engländer auch noch nicht so im Griff, um ihn in sein Kürprogramm einbauen zu können. Doppellutz. Spitzlutz.
Doppelflip. Rick Unschön hat wieder bewiesen, dass er ein sehr guter Kühlläufer ist. Das Programm war tadellos vorgeführt mit zwei dreifachen Sprüngen. Wieder eine Zeitlupenwiederholung. Wieder der dreifache Toloop, Einwärtsdreier deutlich zu sehen, Absprung nach dem Einhacken und eine dreifache Drehung. Aufkommen auf rückwärts auswärts. Craig Unschön war im Sommer in Toronto in Kanada zur selben Zeit wie unsere Trixie Schuber. Und zwar war der Engländer bei Frau Börker zum Training. Er hat dort gearbeitet und trainiert. Für den Inhalt. Der Engländer trainiert in Streatham und zwar bei John Pierce. Und nun die zweite Note für die Ausführung. Die zweite Note.